Mein Name ist Brigitte Kohnstein-Röhne. Ich arbeite im Friedenszentrum und im Friedensbündnis ehrenamtlich mit und bin auch regelmäßig bei den relativ neuen Samstagsdemos. Ich freue mich, dass Sie alle da sind, hier heute zum Flaggentag, zum 4. Mai. Mayors for Peace, Bürgermeister für den Frieden, Mayors geschrieben, aber mehr ist ausgesprochen, da legen die ganz viel Wert drauf. Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist jetzt zu laut. Ich werde Sie hier durch die Veranstaltung führen und Sie auf das eine und andere hinweisen. Im Moment fällt mir ein, da hinten steht Wasser. Da können Sie sich gerne ein Glas nehmen. Wer etwas spenden möchte, kann das tun. So, dann haben wir hier Unterschriftenlisten. Einmal abrüsten statt aufrüsten und das andere Mal atomwaffenfrei jetzt. Die Unterschriftenlisten liegen hinten aus und wir freuen uns, wenn Sie sich da eintragen. Das war es im Moment. Die eigentliche Begrüßung macht Frau Gudula Wegmann und an die gebe ich jetzt das Mikro weiter. Ja, willkommen, sehr geehrte Damen und Herren und liebe Friedensfreunde und Friedensfreundinnen. Ich spreche hier heute als Vertreterin der Braunschweiger Friedensbewegung und begrüße Sie alle zu unserer Vortrags- und Diskussionsveranstaltung zum sogenannten Flaggentag. Der Flaggentag der Mayors for Peace, für den Frieden und für eine atomwaffenfreie Welt. Ich begrüße besonders Frau Ibe als Vertreterin der Stadt und unseres Oberbürgermeisters, der ja auch ein Oberbürgermeister, ein Bürgermeister für den Frieden ist. Ich begrüße die Bürgermeisterin, Bezirksbürgermeisterin der Innenstadt, Frau Heike Zander, Ratsherren und Ratsfrauen, die anwesend sind, begrüße ich auch gerne und unsere Vortragsrednerin Elke Schrage vom IPPNW und Frau Joko Schlütermann, die von der Deutsch-Japanischen Gesellschaft aus Dortmund hierher gekommen ist. Ich habe mit Freude festgestellt, dass die ideelle Unterstützung in unserer Stadt breiter geworden ist. Wir freuen uns darüber, dass Kirchenvertreter, Gewerkschaften, soziale Institutionen und Bildungseinrichtungen und Menschen, die sich einfach als Humanisten verstehen, unserer Einladung gefolgt sind. Sie wollen hier als unsere Gäste sprechen. Ich nenne von der IG Metall die erste Bevollmächtigte Eva Stasek, das Mitglied des GEW-Vorstands Jürgen Reuter, das Mitglied der Giordano-Bruno-Stiftung Peter Koch, den ehemaligen Sozialdiakon der Evangelischen Landeskirche Paul Koch, den Pastor von der Evangelischen Reformierten Gemeinde Klaus Kuhlmann und den Seelsorger im Dominikanerkloster Braunschweig, den Pater Hans-Albert Gunk. Unterstützer sind auch noch der Kollege Wolfgang Rittmeier von Arbeit und Leben, der aber leider absagen musste, und der Regionalleiter, Kreisvorsitzende der AWO, Klaus-Peter Bachmann, der auch leider absagen musste. Das Braunschweiger Friedensbündnis bedankt sich bei Ihnen allen und bei der Stadt Braunschweig, denn wir dürfen dieses Jahr wieder zum 4. Mal die Dornse nutzen. Und wir freuen uns, dass auch Braunschweig Flagge zeigt für eine atomwaffenfreie Welt. Braunschweig hisst die Flagge auf dem Platz der Deutschen Einheit vor dem Rathaus. Und heute haben wir auch die Flagge hier auf die Balustrade hängen dürfen, um Sie als unsere Gäste zu begrüßen und die Braunschweiger und Braunschweigerinnen darauf aufmerksam zu machen. Worum es geht, auch oder worum es auch geht, weltweit führende Atomwissenschaftler warnen jetzt, die Doomsday Clock, die Endzeituhr in New York, steht auf weniger als 2 Minuten vor 12. Sie wollen das nicht als Panikmache verstanden wissen, sondern als eine ernsthafte Mahnung, wie wir mit unserer Welt umgehen. Frieden ist das Gebot der Stunde, so unser Motto heute und morgen. Die Warnung und die Mahnung sind nicht neu.
Wir erinnern heute auch an das Russell-Einstein-Manifest von 1955. Diese beiden berühmten Denker und 10 weitere internationale Wissenschaftler warnten schon damals im sogenannten Kalten Krieg vor der Auslöschung der Menschheit infolge eines Kernwaffeneinsatzes. Wir erinnern auch an das Rechtsgutachten des Internationalen Gerichtshofes vom 8. Juli 1996. Dieses Rechtsgutachten hat die Androhung und den Einsatz von Atomwaffen als Verstoß gegen das Völkerrecht gewertet und fordert die Weltengemeinschaft auf, ernsthafte Verhandlungen zur Beseitigung von Kernwaffen aufzunehmen. Dieses Datum nahmen übrigens die Mayors for Peace zum Anlass des jährlichen Flaggentages. Dann erinnern wir an das Atomwaffenverbot der Vereinten Nationen, das ziemlich genau, nämlich morgen vor einem Jahr, ausgesprochen wurde. Es wurde am 7.7.2017 ausgesprochen und leider hat sich Deutschland an diesem Atomwaffenverbot, also durch Unterzeichnung dieses Vertrages, noch nicht beteiligt. Daran müssen wir noch arbeiten. Dabei könnte Deutschland tatsächlich die Initialzündung geben. Ein einzelner Staat, der also doch so viel Macht hat im Vergleich, könnte da also ganz viel tun. Ich bedanke mich im Namen des Friedenszentrums bei allen, die an der Vorbereitung und Durchführung dieser Veranstaltung teilgenommen haben und mitgewirkt haben. Für das Friedensbündnis nenne ich den IPPNW und da besonders Helmut Kest, der hier also ganz viel hier und heute und schon in den Jahren zuvor ganz viel dafür getan hat, dass diese Veranstaltung zustande kommt. Ich nenne Pax Christi, die katholische Friedensinitiative, und es wären etliche Einzelpersonen zu benennen und denen danke ich, und ich danke auch den Helferinnen hier vor Ort, dem Hausmeister Herrn Lübcke und unserer netten Frau Hansch an der Garderobe, die also uns hier unterstützt. Vielen Dank. Und jetzt übergebe ich gerne das Wort an Frau Ibe. Ja, sehr geehrte liebe Frau Konstein-Gülde, sehr geehrte liebe Frau Wegmann, ich begrüße recht herzlich Frau Dr. Schrage, Frau Schlütermann, Sie sind aus Dortmund gekommen mit Ihrem Mann, Herrn Schlütermann, schön, dass Sie den Weg hierher zu uns gefunden haben. Ja, ich möchte auch die Bezirksbürgermeisterin Heike Zander herzlich begrüßen und den Ratskollegen Herrn Rosenbaum. Letztendlich begrüße ich Sie alle ganz recht herzlich und möchte die Mitglieder des Friedenszentrums nochmal begrüßen und mich herzlich bedanken. Dann vom Friedensbündnis, die Ärzte gegen den Atomkrieg, von Pax Christi, es wurden so viele noch genannt, Vertreterinnen auch von den Gewerkschaften, Frau Wegmann, Sie alle begrüße ich ganz herzlich und ich freue mich, dass doch die Dornse gut gefüllt ist und Sie wieder ganz treu hier in die Dornse kommen. Es ist ein besonderer Anlass, diese Veranstaltung, und wir als Stadt Braunschweig sind gerne bereit, diesen besonderen Raum auch für ganz besondere Anlässe zur Verfügung zu stellen. Das sollte auch entsprechend gewürdigt werden. Ja, anlässlich des Flaggentags, der schon viele Jahre hier begangen wird, der Mayors for Peace, möchte ich Ihnen noch einmal die ganz herzlichen Grüße des Herrn Oberbürgermeisters Ulrich Markurt übersenden, der ja heute Morgen die Flagge gehisst hat, Bürgermeister für den Frieden am Rathaus, und das wird auch schon viele Jahre jetzt durchgeführt, am Platz der Deutschen Einheit, die grün-weiße Flagge der Mayors wurde gehisst. Und damit ist ja Herr Oberbürgermeister Markurt gemeinsam mit 7500 Kolleginnen und Kollegen weltweit, wir hoffen täglich, dass mehr dazukommen, darunter fast 580 deutsche Amtsinhaberinnen, signalisiert, dass sich Braunschweig wie viele andere Mitgliedsstädte dafür einsetzt, die weltweite Verbreitung von Atomwaffen zu verhindern.
Und wir alle, Sie alle, dürfen nicht müde werden und wollen auch nicht müde werden, uns dafür einzusetzen. Es gibt auch immer wieder Tagungen und Veranstaltungen. Es muss die Abschaffung erreicht werden, und zwar aus der grundsätzlichen Überlegung heraus. Einmal setzen sich die Oberbürgermeister und Bürgermeister dafür auch ein, weil sie die Sicherheit und das Leben ihrer Bevölkerung schützen wollen und sich auch dafür verantwortlich fühlen und auch dafür verantwortlich sind. Insgesamt sollten wir alle nicht müde werden, darauf immer wieder auch hinzuweisen. Und mit dieser Veranstaltung wird das ja auch, und mit vielen anderen Veranstaltungen im Veranstaltungskalender sehe ich ja, wird immer wieder dieses Thema deutlich gemacht. Ja, und auf diesem Wege zu diesem Ziel ist das Engagement gerade der Friedensgruppen sehr, sehr wichtig. Und wir als Stadt sind sehr dankbar für die heutige Veranstaltung zum Flaggentag der Mejas, dass Sie das organisiert haben. Es ist eine lange, lange Vorbereitung. Herr Dr. Kees, immer wieder versammeln Sie alle und versuchen alle, ich sag mal, unter einen Hut zu bekommen und es vorzubereiten. Und nächste Woche geht wahrscheinlich die Vorbereitung schon wieder fürs nächste Jahr ran. Vielen, vielen Dank, dass Sie dort auch unermüdlich und hartnäckig daran bleiben. Ja, für Ihre Veranstaltung stellen wir Ihnen sehr, sehr gerne die Dornse unseres Altstadtrathauses zur Verfügung. Heike Zander könnte jetzt viel noch dazu sagen, weil sie ja auch hier die Führungen im Altstadtrathaus macht, aber das lassen wir heute, legen wir das mal ein bisschen beiseite. Ja, wir alle wissen es und müssen aber doch immer wieder darauf hinweisen, welche verheerenden Folgen Atombomben auslösen. Und das zeigte sich am 6. und am 9. August 1945, als US-amerikanische Militärflugzeuge nukleare Massenvernichtungswaffen auf Hiroshima und Nagasaki abwarfen. Es ist ein entsetzlicher Einsatz von Atomwaffen gewesen und es starben mehr als 200.000 Menschen. Fast ebenso viele wurden verletzt und es ist ja noch gar nicht deutlich, wie viele eingetretene Folgeschäden es bewirkt hat und wie viele Menschen auch heute zusätzlich dazu noch davon diese Folgeschäden daran leiden. Das ist sehr, sehr schwer abzuschätzen. Und es ist eine lange, lange Folgekette, die nicht so ohne weiteres auch aufhört. Und an uns allen liegt es jetzt, künftig und auch jetzt für die Gestaltung einer friedlichen Zukunft einzutreten. Hier in Braunschweig, in der Bundesrepublik, in Europa und auch weltweit. Und fester Bestandteil dieser Politik sollte auch das Ziel sein, dass die Mayors for Peace anstreben, die weltweite Abschaffung aller Atomwaffen. Auch wenn wir wissen, dass unser Einfluss auf diese weltpolitischen Entscheidungen, etwas vorsichtig formuliert, gering ist, umso wichtiger ist es, wie ich es schon ein paar Mal sagte, dabei hartnäckig dabei zu sein und die Mayors bei dem Engagement insgesamt auch dabei zu unterstützen. Und auch die Mayors sind ja immer wieder jedes Jahr dabei und möchten deutlich machen, mit Nuklearwaffen werden nicht nur, in Anführungsstrichen, die Städte ausgelöst und ausgelöscht, sondern die Existenz der gesamten Menschheit ist bedroht und viele, viele Jahre deutlich geschädigt und die Folgen sind nicht abzusehen. Das ist ein entsetzliches Leid, was Menschen mit sich tragen an Krankheiten, bis hin, dass es auch anerkannt wird, dass es diese Krankheit daraus gibt. Also es werden die Menschen stark beeinträchtigt und die Menschheit ist deutlich bedroht. Und dies wurde auch von anderen Institutionen erkannt. Und so war es letztes Mal, als wir hier am 7. Juli hier in der Dornse auch die Feier durchführten, hat dann der Referent mitgeteilt, mitten in seiner Rede, dass so etwa vor einer Stunde in New York damals der Atomwaffenverbotsantrag von der UN-Vollversammlung mit 122 Stimmen angenommen wurde. Und
Wir wissen nicht, ob oder welche Wirkungen dieses Dokument erzielen wird, haben doch die Atommächte nicht an den Verhandlungen teilgenommen und den Vertrag nicht unterzeichnet. Das haben wir nicht nur damals bedauert, das bedauern wir auch heute noch. Und ebenso halten sich ja fast alle NATO-Staaten mit ihrer Zustimmung zurück und auch die Bundesrepublik Deutschland hält sich mit der Unterschrift zurück. Dennoch sind die Befürworter eines Verbots überzeugt, dass ein solcher Vertrag wie eine Art Katalysator für die Abschaffung nuklearer Waffen wirkt. Und das scheint sich zumindest für Deutschland zu bestätigen. 71% der Befragten waren nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im September letzten Jahres der Meinung, dass die künftige Bundesregierung dem Abkommen beitreten sollte. Und darauf, denke ich, sollte man immer wieder verweisen und darum kämpfen, dass es zu Verhandlungen kommt, dieses voranzutreiben. Ja, welche Relevanz den UN-Verhandlungen über ein Atomwaffenverbot zukam und zukommt, wurde im Oktober letzten Jahres deutlich. Völlig überraschend, zumindest für mich, ich glaube für viele von Ihnen, wurde der Friedensnobelpreis an die internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen, ICAN, vergeben. Ein Bündnis aus mehr als 450 Organisationen, dessen Hauptsitz Genf ist. Das Nobelpreiskomitee würdigte ICAN für seine bahnbrechenden Bemühungen um ein vertragliches Verbot solcher Waffen. Damit setzte die Jury ein klares Signal für eine Welt ohne nukleare Waffen. Und ich denke, wir brauchen weiterhin solche Signale, die deutlich machen und auch weltweit dann bekannt werden, was wir eine Welt ohne nukleare Waffen wollen. Die genannten Erfolge sind aber dennoch zugleich Ermutigung für und auch Aufforderung an die Mayors for Peace, ihre Bemühungen fortzusetzen. Für eine neue Entspannungspolitik in einer massenvernichtungs- und atomwaffenfreien Welt, auch wenn ich in Anbetracht der derzeitig außerordentlich angespannten weltpolitischen Lage im Hinblick auf kurzfristige Erfolge etwas skeptisch bin. Im Augenblick ist die Weltlage doch beunruhigend und es ist wichtig, jetzt zu schauen, dass es zu Gesprächen kommt, Gesprächen zur Entspannungspolitik und dass es eine massenvernichtungs-atomwaffenfreie Welt mehr und mehr umgesetzt werden muss. Es ist heute wichtiger denn je, diese Gespräche zu führen. Und ich meine national, auf europäischer Ebene und auch auf weltweiter Ebene und mit den Verhandlungspartnern, die zurzeit gewählt wurden. Das müssen wir so zur Kenntnis nehmen. Ihnen, den Veranstaltern und den Initiativen, die sich der Friedensarbeit engagiert zeigen und sich engagieren und mitmachen, danke ich ganz herzlich für Ihren tatkräftigen Einsatz. Wie gesagt, es ist ein langer, andauernder Prozess, diese Veranstaltung zu organisieren und auch umzusetzen, ein Zeichen zu setzen. Und ich freue mich, dass ich die Presse begrüßen kann, die dann auch darüber berichten wird. Wichtiger umso mehr ist es, dass es bekannt wird, dass diese Veranstaltungen stattfinden und dass wir jedes Jahr und auch immer wieder mehr und mehr Unterstützerinnen und Unterstützer dabei haben. Denn Beharrlichkeit, denke ich, zeichnet sich aus. Und da bin ich ganz hoffnungsfroh. Und dass wir zum Ziel kommen, nämlich das Ziel einer Welt in Frieden, einer Welt ohne den Einsatz alles vernichtender Waffen. Das ist unser Ziel und daran werden wir ganz beharrlich weiterarbeiten. Und die Mayors for Peace sind dabei und viele andere Organisationen. Ihnen allen, die das organisiert haben, Ihnen allen, die heute hierher gekommen sind, danke ich recht herzlich im Namen des Herrn Oberbürgermeisters und bin jetzt gespannt auf die weiteren Beiträge und Kurzreferate und der Diskussionsrunde. Vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
erstmal herzlichen Dank für Ihre schöne Einführungsrede und auch auf die besonderen Hinweise der Atommacht. Das ist ja unser Ziel heute und wir brauchen immer Menschen, die uns da unterstützen. Herzlichen Dank. Ich habe etwas vergessen, hatte ich mir ganz fest vorgenommen zu tun und dann doch vergessen. Ich bitte einmal Dr. Helmut Käs aufzustehen, damit wir ihn alle sehen. Er fotografiert gerade. Denn er. Er ist derjenige, der das initiiert hat und uns immer auffordert, mitzumachen. Und wir machen das. Und heute ist es doch hier gut gefüllt. Das finde ich schon mal ganz gut. So, und jetzt stelle ich Ihnen die nächste Rednerin vor, Frau Dr. Eike Schrage, niedergelassene Ärztin in Braunschweig und Mitglied bei IPPNW, den Ärzten gegen Atommacht. Und ich habe neben ihr gesessen, habe eben einen Satz gelesen, der mich sehr erschreckt hat, aber ich sage nichts, ich möchte nicht vorgreifen. So, liebe Elke, jetzt hast du das Wort. Fast liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde, ich danke herzlich allen Menschen, die zu diesem Flaggentag beigetragen haben und damit dem verdrängten Thema atomarer Bedrohung ein Forum geben. Diese atomare Bedrohung hat einen zivilen und einen militärischen Anteil. Mitnichten ist es so, dass mit dem Atomausstieg sämtliche zivilen Atomanlagen aus Deutschland verschwunden sind oder werden. Und der eskalierte Konflikt um Nordkorea hat auf erschreckende Weise plötzlich die Atomwaffen wieder auf das Tablett gebracht, als alle schon dachten, das wäre in den Kellern des Kalten Krieges verschwunden, mitnichten. Wenn wir uns heute hier als Stadtmenschen treffen, um einen weltweiten Tag zur Abrüstung von Atomwaffen zu etablieren, tun wir das in dem Wissen, dass diese Massenvernichtungswaffen auf Städte gerichtet sind. In den Zeiten der nuklearen Hochrüstung des letzten Jahrhunderts war Menschen in Deutschland sehr präsent, dass eigene und gegnerische nuklear bestückte Mittelstreckenraketen auf Städte gerichtet waren. Diese Städte hatten Namen: London, Paris, Berlin, Moskau, Petersburg und ihre Bewohnerinnen Gesichter. Mit der Abrüstung der Mittelstreckenraketen 1988 sind jedoch die Arsenale der alten Atomwaffen selbst nicht ganz verschwunden. Durch die nukleare Teilhabe im Rahmen der NATO liefert auch Deutschland weiterhin Infrastruktur für solche Massenvernichtungswaffen. Deutsche Soldaten üben den Einsatz von Atomwaffen. Die Atombomben in Büchel sollen von reinen Fallbomben in lenkbare Präzisionswaffen umgerüstet werden. Ramstein, Frankfurter Airbase, die Kommandozentralen Stuttgart und bald auch Ulm sind fester Bestandteil der US- und NATO-Kriegsführung. Sie machen Deutschland zum potenziellen Akteuren sowie zum potenziellen Kriegsziel. Jede Art von nuklearer Kriegsführung verbannen zu wollen, weil diese Waffen in einem Großmachtkonflikt auf Europa gerichtet sein werden, verharrt in einer eurozentrischen Argumentation. Denn heute werden ganze Weltregionen mit konventionellen Waffen ihrer Menschen, ihrer Zivilisation und ihrer Würde beraubt. Deskriptiv, also beschreibend betrachtet, zeigt sich, dass in heutigen Kriegen massiv und vorrangig zivile und staatliche Infrastruktur und Ressourcen zerstört werden, aber Rohstoff- und Energiewege offen und Weltmarktpreise stabil bleiben. Unser IPPNW-Kollege und Friedensforscher Hendrik Paulitz weist darauf hin, dass zu Beginn des letzten Jahrhunderts 5% aller Kriegstoten Zivilisten waren. In den Kriegen unserer Gegenwart sind 95% aller Kriegstoten Zivilisten. Das Verhältnis zu toten Soldaten hat sich umgekehrt im Laufe des Jahrhunderts und der sogenannten Moderne. Die Kriege der Gegenwart zeichnen sich nicht mehr durch militärische Entscheidungsschlachten aus,
sondern durch vorrangige Zerstörung ziviler und staatlicher Strukturen. Die Belagerungen von Aleppo, von Mosul und jetzt von Al-Huwaida im Jemen sind ein schreiendes Zeugnis davon, dass in den modernen Kriegen 95% aller Toten Zivilisten sind. Wenn es die Regel gibt, dass Atommächte keinen Krieg gegeneinander führen, und da funktioniert die Abschreckung wohl noch, verstärkt das aber auch die Bedeutung von Stellvertreterkriegen, in denen Einflusszonen mit konventionellen Waffen verschoben werden. Vorrangig und massiv zivile Infrastruktur zu zerstören, schont militärische Infrastruktur, Waffen und Soldaten, ist die billigste Art, Krieg zu führen. So gesehen bieten Atomwaffen den Rahmen, in dem vor unseren Augen die größten Verbrechen, nämlich gegen die Zivilbevölkerung, mit konventionellen Waffen begangen werden. Allerdings ist die Grenze zwischen nuklearer und konventioneller Kriegsführung aufgeweicht. Im Nuclear Posture Review von 2002, gezeichnet von Donald Rumsfeld, vollzieht die US-Regierung den Paradigmenwechsel, sogenannte Mini-Atombomben in regionalen Konflikten präzise einsetzen zu wollen. 2002 gelistet sind Libyen, Syrien, Irak, Iran, Nordkorea, Russland und China. Der aktuelle US-Nuklearreport 2018 empfiehlt den Ausbau einsatztauglicher Nuklearwaffen, um Russland auf niedriger Konfliktstufe abzuschrecken. Durch diese sogenannten Mini-Nukes sinkt nicht nur die Hemmschwelle für den taktischen Einsatz von Atomwaffen. Auch fragt sich, welches Abschreckungspotenzial kleine Atomwaffen haben sollen, wenn Teile der alten großen Arsenale noch bestehen. Die beiden ehemals führenden Weltmächte kommen sich jetzt auf niedriger Konfliktstufe gefährlich nahe. Eine Nuklearstrategie für regionale Konflikte erweitert den Rahmen für Kriege und Stellvertreterkriege auf unverantwortliche Weise. Die Grenzen zwischen nationalen, regionalen und imperialen Konflikten verschwimmen. Die Möglichkeiten von Verhandlungen und zivilen Lösungen schwinden. Wie kann diese heutige Kriegslogik durchbrochen werden, deren nuklearer Anteil nur ein dünner Rahmen der Abschreckung und Deeskalation ist? Wir stehen vor der Situation, dass Abschreckung scheinbar ihren Schrecken verloren hat. Das hat auch damit zu tun, dass die Generation, die den Zweiten Weltkrieg in all seinen Schrecken erlebt hat, ausstirbt. Und dass Politiker eben nicht den Mut und die Bereitschaft haben, dort wirklich Zeichen zu setzen und auch in einem Gegner ein Gegenüber zu sehen. Aber seit Hiroshima und Nagasaki kann jeder Krieg zum Einsatz von Atomwaffen führen. Unsere heutige Kriegslogik ist eine Unlogik. Macht und Ressourcenansprüchen muss aus ärztlicher Sicht die Warnung entgegengehalten werden: Wir werden euch nicht helfen können. Das ist es, wovor Russell und Einstein warnten. Für das Sterben in und nach einem Einsatz von Atomwaffen gäbe es keine medizinische Hilfe. Schon der Einsatz von angereicherter Uranmunition wie im Irak hat weitreichende gesundheitliche und ökologische Folgen. Nur wird es geheim gehalten, sowie die Gesundheitsfolgen von Hiroshima und Nagasaki lange Jahre militärisches Geheimwissen waren und unter Verschluss gehalten wurden, ist sowohl im Fall von Militäreinsätzen als auch von zivilen Unfällen immer die Bevölkerung im Dunkeln gehalten worden. Die Lebenden oder die Überlebenden werden die Toten beneiden. Das ist dieses Heft, was mir die EPPNW nochmal zur Verfügung gestellt hat und auf das sich Brigitte eben bezogen hat. Also für mich war es wegweisend. Diese Parole, die Überlebenden werden die Toten beneiden, stammt vom Hamburger Gesundheitstag 1983. Diese Parole hat auch heute ihre Bedeutung nicht verloren. In der Instabilität der Großmächte und der Diskrepanz zwischen wirtschaftlicher und militärischer Stärke sitzt die Welt auf einem Pulverfass, egal wer die Lunte legt. Die Sintflut, die dem großköpfigen Dinosaurier Mensch ein Ende bereiten könnte,
wäre eine anhaltende Verdunklung der Erdatmosphäre durch eskalierte Atomwaffeneinsätze. Dieses Szenario vorauszunehmen, zu antizipieren, sollte ein präventiver Schrecken sein. So wie in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts die Zivilbevölkerung diesem Schrecken bewusst in die Augen gesehen hat. Was zu Verhandlungen und Abrüstungen führte, müssen auch wir diesem Schrecken heute noch in die Augen sehen. Doch gerade die mental heilsame Wirkung der Erkenntnis, das regionale und globale Vernichtungspotenzial der heutigen konventionellen nuklearen Gemengelage zu realisieren, konfrontiert uns mit der Schwäche von Zivilgesellschaft. Zivilbevölkerung ist ein weiches Ziel. Dass heutige Kriege massiv und vorrangig zivile Ziele vernichten, macht sie für uns besonders schützenswert. Massenvernichtungswaffen vernichten nicht Massen, sondern Menschen. Mitgefühl mit den Menschen in den heutigen Kriegszonen kann ein Schlüssel sein, Kriegslogik zu durchbrechen. Mitgefühl und praktische Solidarität stärken zivile Strukturen und Gerechtigkeit. Sie stärken auch die zivilen staatlichen Strukturen. Wir können diese Kriegslogik durchbrechen, wenn wir der Dämonisierung von Menschen zu Massen und zu Kriegsgegnerinnen entgegenwirken, wenn wir nach solidarischen Lösungen suchen für die Menschen in den heutigen Kriegszonen, genauso wie in den sozialen Konflikten unserer Konsumzonen. Was heißt das für Deutschland? Deutschland hat keine strategische Tiefe, Deutschland hat keine Knautschzone. Wir können uns hier nirgends verstecken. Deutschland hat gute, auch historische Gründe, nicht in der Liga der Großmächte spielen zu wollen, auch wenn das heute genannt wird, Verantwortung übernehmen. 50 Jahre des Atomwaffensperrvertrags, nach 50 Jahren des Atomwaffensperrvertrages arbeitet die ICAN-Initiative an einem Atomwaffenverbotsvertrag und einer deutschen Zustimmung. Denn bisher haben sich nie Atomstaaten zum Verzicht auf die Bombe verpflichtet, sondern nur zum Verzicht auf deren Weitergabe. Eine Verzichtserklärung haben nur Nicht-Atomwaffenstaaten unterschrieben. Der neue Anlauf der ICAN-Initiative ermöglicht es, sich einer neuen Hoffnung auf die Verbannung von Atomwaffen anzuschließen. 122 Staaten der Erde haben das im letzten Jahr bereits getan. Gegenüber den Großmächten zeichnen sich Nicht-Atomwaffenstaaten zwar durch Schwäche aus. In der Vielzahl ihrer zivilen Strukturen, ihrer Denk- und Lebensweisen sind sie nach dem evolutionären Prinzip der Vielfalt und Anpassungsfähigkeit aber vielleicht besser gerüstet, sich den wirklichen ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit zu stellen, anstatt blind in Raubwachstum und Selektion durch den Stärkeren zu verharren. Zu den erfolgreichen politischen Bewegungen in Deutschland gehört eine traditionsreiche Anti-Atom-Bewegung. Das ist eine deutsche Besonderheit. Anfangs als Schmuddelkinder verunglimpft, haben Fantasie und Militanz dieser Bewegung dazu beigetragen, dass ein Paradigmenwechsel zum Atomausstieg stattfand. Nicht nur Atombomben, auch Atomanlagen sind zudem potenzielle Kriegsziele. Vom Atomausstieg vergessen sind die Atomanlagen Lingen und Gronau. Lingen liefert weiterhin nukleare Brennelemente für die Welt. Gronau liefert mit seiner Urananreicherung den Schlüssel für Atomwaffen. Genau das, wofür Iran heute am Pranger steht. Das Atomausstieg ist Handarbeit der Anti-Atom-Bewegung, muss also weitergehen. Auch weil die Frage des Atommülls völlig ungeklärt ist. Zu guter Letzt müssen die Abrüstung nuklearer und konventioneller Waffen sowie jeder Kriegslogik sich Menschen der Militarisierung ihrer Gesellschaft entgegenstellen. Das heißt, diese Militarisierung überhaupt als solche zu erkennen. Egal, ob die Bundeswehr an Schulen oder Universitäten Werbung betreibt
oder im letzten Jahr der Bevölkerung plötzlich die Details eines neuen Zivilschutzkonzeptes für den Kriegsfall präsentiert werden. Es darf nicht übersehen werden, dass diese Armee keine Verteidigungsarmee mehr ist. Die Bundeswehr rüstet um zur Angriffsarmee, ist eine Armee im Einsatz. Es dürfen nicht 2% des deutschen Bruttosozialproduktes zu Militärausgaben werden. Egal, ob in einer Koalition der Willigen oder in eigener Großmachtambition, Milliarden in Rüstung schwächen die Zivilgesellschaft. 2% ist Biedermann und die Brandstifter, ist ein Verbrechen. Das gute Leben basiert, buen vivir, basiert auf der Erkenntnis, dass es allen gut gehen muss. Wollen wir, dass es uns materiell immer besser geht, wird es zwangsläufig anderen schlechter gehen. Das gute Leben ist schon angelegt in der menschlichen Fähigkeit und Sehnsucht nach Solidarität und Humanität. Zur Verhinderung des Atomtodes brauchen wir Zivilgesellschaften, die sich zu solidarischem und humanitärem Handeln verpflichten. Städte sind Lichtpunkte und Magneten der Menschheitsgeschichte. Städte haben Zivilisationssprünge möglich gemacht und Freiheit für das Individuum Mensch und für seine Gemeinschaften. Wenn wir hier unser ziviles Projekt zu einem kleinen Lichtpunkt machten, kann es vielleicht zu einem Magneten werden. Egal, wo sich jeder oder jede engagiert, sei es im Umweltzentrum, in der Friedensvereinigung oder in der Flüchtlingshilfe, für die hätte ich Anmeldeformulare dabei. Initiative stärkt Wachsamkeit und Resilienz. Die Initiative für einen weltweiten Flaggentag zum Verbot aller Atomwaffen und Atomanlagen, finde ich. Die Mayors for Peace, die ICAN-Initiative, führen weltweit das weiter, was Einstein und Russell in ihrem Manifest anstoßen wollten. In diesem Sinne möchte ich auch einem besonderen Anstoßer für Braunschweig danken. Das bist du, Helmut. Das kann ich mir auch nicht nehmen lassen. Du hast uns oft genug genervt. Aber Helmut hat uns schon Flugblätter von ICAN gebracht, als sie noch niemand kannte. Ich hoffe, dass du mit diesem Flaggentag auch eine gute Nase voraus hast. Ich danke Ihnen und euch für das Zuhören und die Aufmerksamkeit. Ja, liebe Elke, herzlichen Dank für deinen tollen Vortrag und auch vor allen Dingen auf den Hinweis auf die vielfältigen Gefahren. Also ich stelle wieder fest, dass das in Vergessenheit bei mir gerät, zum Beispiel nur der Atommüll. Aber auch jetzt die Modernisierung der Atomwaffen, die ja einen Krieg angeblich begrenzt machbar machen. Und nochmal Dank auch auf den Hinweis, dass bei Kriegen heute 95% der Zivilbevölkerung sterben, so ganz einfach, und nicht nur 5% wie früher. Ja, ich freue mich jetzt auf Frau Doko Schlütermann, die uns, die aus Japan kommt und uns hoffentlich ein bisschen darüber erzählt, weil Japan ja auch eine ganze Menge Atomreaktoren hat und auch im Gespräch ist aufzurüsten. Und ich erinnere mich, dass Helmut irgendwann in Japan war mit IPPNW und sagte, die brauchen eigentlich gar keine Atomkraft, die haben genug Sonne. Vielleicht können Sie uns dazu mehr sagen. So, bitteschön. Vielen Dank für die freundliche Einführung und sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Ibe, meine Damen und Herren, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Es wurde schon Frau Bürgermeisterin und auch Frau Dr. Schrage gesagt, es wurde nämlich am 7. Juni 2017 in der UNO-Vollversammlung in New York die NWC Nuclear Weapons Convention verabschiedet. Das ist
der erste historische Schritt zur Ächtung von Atomwaffen. Besonders traurig finde ich als Japanerin, dass Japan auch nicht diese Konvention unterzeichnete. Damit verliert Japan aber als das einzige Land der Welt, über das zwei Atombomben abgeworfen wurden, die Glaubwürdigkeit bei den Atomwaffengegnern. Die Geschichte der Atompolitik Japans fing bald nach der Kapitulation im Zweiten Weltkrieg an. Der damalige japanische Premierminister Kishi, das ist der Großvater des amtierenden Premierministers Shinzo Abe, sagte bereits 1957, man sollte mit der Ächtung von Atomwaffen nicht übertreiben. Man müsse verstehen, wenn eine Nation Atomwaffen in nur notwendiger Menge zur Selbstverteidigung besitzen wolle. Das würde auch nicht gegen die japanische Verfassung verstoßen. Er sagte 1960 weiter, die japanische Verfassung ließe nicht zu, dass Japan Streitkräfte ins Ausland schickt, um andere Nationen zu verteidigen. Japan dürfe aber eine Militärbasis einer anderen Nation zur Verfügung stellen und in Zusammenarbeit mit dieser das eigene Land verteidigen. Das versteht man unter kollektiver Verteidigung. Ein jüngerer Bruder von Kishi namens Eisaku Sato, der von 1964 bis 1972 das Premierministeramt bekleidete, erklärte 1967 die sogenannten drei Grundsätze für Atomwaffen, was bedeutet, dass Japan Atomwaffen weder besitzen noch produzieren noch ins Land holen will. Für diese Erklärung bekam er 1974 den Friedensnobelpreis. Auch er sagte zu seinen Lebzeiten, Japan behält sich das wirtschaftliche und technologische Potenzial zur Herstellung von Atomwaffen vor. Es wurde ferner nach seinem Tod 1994 bekannt, dass es ein Geheimabkommen mit den USA gab, das die USA im Rahmen des Sicherheitsvertrages mit Japan Atomwaffen auf Okinawa stationieren und damit Vergeltungsmaßnahmen ergreifen können, falls Japan von einer Drittnation mit Atomwaffen angegriffen würde. Genau im Sinne seines großen Bruders Kishi. Man spricht von einem atomaren Schirm. Der Hintergrund war ein gelungener Atomtest von China 1964. Nach immerhin zwei Atombombenabwürfen war es für die japanische Regierung schwierig, das Abkommen dem Volk offenzulegen. Außerdem widersprach die japanische Friedensverfassung mit den drei Grundsätzen. Übrigens, diese Friedensverfassung wurde kurz nach der Kapitulation Japans im Februar 1946 von den USA für Japan entworfen und ins Japanische übersetzt. Damals war Japan von den USA besetzt. Japan akzeptierte diese übersetzte Verfassung und akzeptiert sie
noch heute als eigene Verfassung. Man könnte sagen, dass Japan eine beispiellose demokratische Nation ist, die die Verfassung nicht selbst schrieb. Es kam Japan deswegen eigentlich sehr gelegen, als die USA Uran, das im Überfluss da vorhanden war, einschließlich AKW-Anlagen Japan anboten. Darüber, dass bei der Stromerzeugung mit AKWs Plutonium erzeugt wird, das auch für Atombomben verwendet werden kann, wurde das Volk lange in Unwissenheit gelassen. Darin waren sich Politiker, Stromerzeuger, Wissenschaftler und Massenmedien einig. Japan konnte in der Nachkriegszeit, in der die Wirtschaft eine Blütezeit erlebte, nicht genug Strom produzieren. So lernte das Volk, dass Atombomben böse und Atomstrom gut sind. Als das Fukushima-Desaster passierte, war das japanische Volk entsetzt. Nun erfuhr es, dass Atombomben und Atomstrom im Grunde beide ihren Ursprung in der Kernspaltung haben, bei der radioaktive Strahlung entsteht. Der Oberbürgermeister der Stadt Hiroshima, Matsui, kommentierte am 6. August 2017, dass die Nuclear Weapons Convention die globale Absicht eines Atomwaffensperrvertrages und einer nuklearen Abrüstung stärke. Ferner würde er intensiver die Atommächte und die japanische Regierung auffordern, an dieser Convention teilzunehmen. Auch dieses Jahr wird er am 6. August die ganze Welt auffordern, Atomwaffen zu ächten. Aber was ist dann mit Atomkraftwerken? Darüber wird er auch dieses Jahr kein Wort verlieren, auch nicht der Bürgermeister von Nagasaki. 1968 wurde ein Atomenergieabkommen zwischen Japan und den USA beschlossen. Und es bekam 1988 die noch heute geltende Form. Die offizielle Bezeichnung dieses Abkommens lautet: ein Abkommen zwischen Japan und den USA für die friedliche Nutzung von Atomenergie. Darin wurde die Lieferung und Aufbereitung von Nuklearmaterial und der Transfer von Atomkraftwerken mit entsprechender Technologie von den USA nach Japan geregelt. Am Ende Juli läuft, also diesen Monat 2018, läuft dieses Abkommen aus, aber es steht jetzt schon fest, dass es automatisch verlängert wird, da die Kündigungsfrist von 6 Monaten bereits verstrichen ist. Japan darf dann weiterhin Plutonium aufbereiten und Uran anreichern. Diese Privilegien sind normalerweise nur den Atommächten vorbehalten. Japan hat gegenwärtig insgesamt 47 Tonnen Plutonium. Damit können 5.800 Nagasaki-Atombomben produziert werden. Abgesehen davon befindet sich in abgebrannten Brennstäben in Abklingbecken der AKW-Anlagen Plutonium für weitere
24.000 Atombomben. Aus 8 Kilogramm Plutonium kann eine Atombombe produziert werden. Damit Japan aber das Versprechen gegenüber der internationalen Gemeinschaft einhalten kann, Plutonium nur für friedlichen Zweck zu nutzen, versucht es seit Jahrzehnten vergeblich, einen sogenannten zukunftsträchtigen Kernenergiekreislauf mit AKWs zu schaffen. Aus Wirtschaftlichkeit und Sicherheitsbedenken verwarfen die USA, England und auch Deutschland diesen Plan. Zurzeit gibt es in Japan 40 Reaktoren, von denen 9 Reaktoren nach der Fukushima-Katastrophe wieder in Betrieb genommen wurden. Insgesamt haben 14 Reaktoren den Stresstest zur Wiederinbetriebnahme bestanden. Und es ist nur eine Frage der Zeit, wann die restlichen auch ans Netz gehen. In Japan wird außerdem eine Wiederaufbereitungsanlage für abgebrannte Brennstäbe in der Gemeinde Rokkasho-Mura in der Präfektur Aomori gebaut. Der Bauabschluss ist für 2021 vorgesehen. Diese Anlage ist aber seit 20 Jahren im Bau und der Abschluss für 2021 ist auch fraglich. Wenn sie aber fertig würde, würde Japan neben Plutonium, das durch AKWs erzeugt wurde und wird, zusätzlich ca. 8 Tonnen Plutonium in einem Jahr erzeugen. Es wurden bisher abgebrannte Brennelemente zwecks Wiederaufbereitung in der Gemeinde Rokkasho-Mura gelagert. Aber wenn man den ultimativen Kernenergiekreislauf nicht schafft, müsste der Atommüll an die jeweiligen AKW-Betriebe zurücktransportiert werden. Dort würden dann Lagerkapazitäten schnell erschöpft sein. Also bleibt Japan im Moment nichts anderes übrig, als am ultimativen Plan weiter festzuhalten, um der Welt zu zeigen, dass Japan keine Ambition hat, Atommacht zu werden. Übrigens, am 24. Juni dieses Jahres fand eine Bürgermeisterwahl in Rokkasho-Mura statt. Als Sieger ging der Altbürgermeister Toda, der den Bau von Kernenergiekreislaufanlagen befürwortete, hervor. Mit den Parolen Gemeindeförderung durch Energieindustrie hat er alle 18 Kommunalparlamentsmitglieder auf seiner Seite und hatte sich mit 5021 zu 323 Stimmen gegen die Gegenkandidatin Frau Junko Endo, eine Ärztin, behauptet. Was das Misstrauen der Welt gegenüber Japan verstärkt, ist, dass Japan immerhin die Technologie für den Bau von Kernwaffen besitzt. Ferner ist Japan ebenso imstande, Raketen zu bauen, was bedeutet, dass Japan Raketen mit atomaren Sprengköpfen ebenfalls bauen könnte. Die japanische Regierung unter dem Premier Abe war in den letzten Jahren sehr fleißig. So wurde am 28. März 2016
das kollektive Selbstverteidigungsrecht und dessen Ausübung durch Neuinterpretation der Verfassung als rechtmäßig und nicht verfassungswidrig erklärt. Das heißt, wenn eine Nation, mit der Japan eine enge Beziehung pflegt, sprich die USA, angegriffen wird, darf Japan seine bewaffneten Verteidigungsstreitkräfte entsenden. Das Geheimabkommen von seinem Großonkel Sato wurde somit legalisiert. Am 3. Juli wurde der revidierte Energiemasterplan der Regierung bekannt gegeben. Demnach soll der Anteil der erneuerbaren Energie bis 2030 auf 22-24% erhöht und bis 2050 zur Basisenergie werden. Gleichzeitig soll der Atomstromanteil bis 2030 20-22% betragen. Was Plutonium angeht, so würde man die Menge reduzieren, heißt das, aber wie, hat man nicht gesagt. Will Japan tatsächlich nur wegen der Energieversorgung auf AKWs nicht verzichten? Oder steckt dahinter der Gedanke, doch das Potenzial zu einer Atommacht zu behalten? Die gespannten geopolitischen Gegebenheiten in Ostasien lassen den Verdacht aufkommen. Wie dem auch sei, gäbe es einen Ausweg für Japan, den Verdacht restlos aus dem Wege zu räumen. Das wären erstens die Aufkündigung des japanisch-amerikanischen Sicherheits- und Atomabkommens. Dann dürfte Japan kein Plutonium wieder aufbereiten. Und die USA dürfen auch nicht Kernwaffen nach Japan bringen. Zweitens, Ausstieg aus dem Atomstrom und Ausbau von erneuerbarer Energie. Dann würde Japan überhaupt nicht mehr Plutonium produzieren. Japan hat es nach dem Fukushima-Desaster immerhin geschafft, 2 Jahre lang ohne Atomstrom auszukommen. Das könnten Lösungsansätze sein und Japan könnte an Glaubwürdigkeit bei Atomgegnern und in der Welt gewinnen. Japan ist nicht nur wegen Hiroshima, Nagasaki und Fukushima, sondern auch als Initiator für Mayor for Peace moralisch verpflichtet, sich für die Ächtung von Atomwaffen und den Ausstieg aus der Kernenergie einzusetzen. Vielen Dank. Für Ihren sehr aufschlussreichen Vortrag. Es ist erschreckend für mich immer wieder und ich habe dann festgestellt, aber das ist dann auf jeden Fall Bestärkung weiterzumachen. Manchmal ist das ja ein hartes Brot, so wenn ich an die Samstage denke, wie viele Menschen nicht stehen bleiben bei so herrlichem Wetter, sage ich immer, heute kommt meine Hiroshima-Rede,
weil das ja am 6. August 1945 bei so strahlendem Sonnenschein passiert ist. Und eine Passantin sagte mal, ich will davon nichts wissen, ich will hier die Sonne genießen. Ja, habe ich gesagt, und genau deshalb stehen wir hier, damit Sie das tun können. So. Jetzt folgt ein Beitrag von, oh, ich muss mal schnell lesen, hab ich vergessen. Ein kurzer Film, jawohl. Matthias, machst du das mal bitte? Immer erwarten, muss ich sie enttäuschen. Nee, diesmal nicht. Nee. Die Atombombe ist das Menetekel an jeder Wand dieser Welt. Sie kann alles zerstören und vernichten, was Menschen jemals an Gutem, an Schönem, an Wahrem vollendet haben. Und alles, was gehofft, geträumt und geplant worden ist, wird niemals umgesetzt werden können. Die Physiker von damals haben uns in die Lage versetzt, uns selbst zu zerstören, uns selbst zu vernichten, und zwar ein für alle Mal. Ob man das hätte verhindern können? Ich weiß es nicht. Also Wissenschaft erkennt und erforscht ja. Und eine einmal gemachte Erkenntnis ist in der Welt, die kann man auch nicht mehr einsperren. Nur je genauer die Zusammenhänge von Ursache und Wirkung in der Wissenschaft bekannt sind, umso wahrscheinlicher, ja umso verlockender wird es, sie in Technik umzusetzen. Denn wissenschaftliche Erkenntnis kristallisiert sich ja in Technik als Mittel zur Weltbewältigung. Ja, also so ist das eben mit uns. Wir unterscheiden uns ja von unseren nächsten Verwandten, den Schimpansen, vor allem durch den Verstand. Aber beim Thema Atombombe, da verhalten wir uns wirklich wie Affen. Und zwar ohne Hirn. So bleibt uns am Ende tatsächlich nur die gute alte Geschichte von der Pandora. Wir haben mit der Atombombe die Büchse der Pandora geöffnet. Aber Sie wissen ja, was passiert ist. Als alle Laster die Büchse verlassen hatten, was blieb denn übrig? Genau, die Hoffnung. Den wir der Frau Gudula Wegmann ist darauf hingewiesen. Und das war ganz deutlich, hatten wir ihn schon angesehen. So ist es, dass wir wirklich auch auf immer den Eindruck haben, wir haben gar kein Hirn. Uns ist der Verstand zumindest an diesem Punkt, es gibt noch ein paar mehr, abhandengekommen. So, jetzt gibt mein Mikro wieder. Ja, wir haben jetzt 6 Gäste, die wir gebeten haben, etwas zu sagen, kurz zu sagen. Wir bitten Sie, sich an 2 Minuten, allenfalls 3 Minuten zu halten. Sonst habe ich hier den Auftrag zu bremsen. Und wir haben also uns überlegt, in welcher Reihenfolge wir Sie aufrufen, und sind dann ganz einfach nach dem Alphabet vorgegangen. Und deshalb steht jetzt auf meiner Liste der Pater Albert Gunk vom Dominikanerkloster in Braunschweig. Und ich bitte Sie jetzt, ein paar Worte dazu zu sagen. Hier steht noch ein unbenutztes Glas Wasser. So, mit G fängt's an und es soll 3 Minuten dauern. Meine Damen und Herren, es ist ein schreckliches Schauspiel, wenn das Irrationale populär wird. Das schrieb Thomas Mann 1943 aus dem Exil, und Bundespräsident Steinmeier hat das zitiert vor kurzem, als er die Thomas-Mann-Villa in Los Angeles ihrer Bestimmung übergeben hat. Es ist ein schreckliches Schauspiel, wenn das Irrationale populär wird. Es ist erschreckend, es ist auch beängstigend für mich zu sehen, welche Wirkung irrationaler Populismus bei uns in Europa und auch weltweit in der Politik mittlerweile entfaltet. Unsere Welt, so kommt mir das vor, ist plötzlich eine andere geworden. Geblieben ist in dieser Welt allerdings, dass die Menschheit nach wie vor auf dem Sprengsatz eines mehrfachen Overkills sitzt. Im Kalten Krieg damals standen sich
zwei Supermächte gegenüber. Die hielten sich in Schach. Mit viel Glück, muss man sagen, hat das eine lange Zeit funktioniert. Man sprach damals von der Logik der Abschreckung. Eine Logik allerdings mit einem höchst irrationalen Kern. Um des Friedens willen drohten beide mit der Vernichtung der Menschheit. Wie rational und wie vernünftig ist das denn? Es war allen klar, dass ein Atomkrieg einmal entfesselt sich nicht mehr wird begrenzen lassen. Aber es hieß Logik der Abschreckung. Es sind immer wieder die Worte, die uns ja beruhigen sollen. Logik, das klingt ja nach Sicherheit, das klingt beruhigend. Aber von wie viel Angst und wie viel Misstrauen auf beiden Seiten ist diese vermeintliche Logik doch bestimmt gewesen und ist sie eigentlich bis heute? Auch wenn wir heute nicht mehr vom gegenseitigen Overkill sprechen, sondern von führbaren Kriegen, von führbaren auch atomaren Kriegen. Und dann fallen halt so Worte wie präzise und punktgenau. Auch das soll uns ja beruhigen, man hat alles im Griff. Und das kann man eben auch nur glauben. Ein zweites sicher, diese Logik der Abschreckung, sie muss fehlerfrei sein. Und auch da ist die Frage, wie rational ist denn und wie vernünftig eine solche Prämisse? Denn Menschen machen Fehler, jede Technik ist fehleranfällig und Menschen machen ja nicht nur Fehler, sie können auch aus höchst eigensüchtigen Interessen folgen, sie können irrational sein, getrieben sein von Vorurteilen, von Hass oder auch von Größenwahn. Wir sind als Menschen bekanntlich jenseits von Eden. Und als Theologe sagt man dann eben, der Mensch ist gut, aber er hat auch immer das Böse in sich, mit dem er zurechtkommen muss. Wo stellen wir das aber in Rechnung, wenn wir von der Logik der Abschreckung sprechen? Vor allem heute, angesichts zweier Nuklearmächte, die angekündigt haben, ihre Arsenale jetzt zu modernisieren. Die werden schon nicht, sagen dann viele. Ja, hoffentlich werden sie nicht. Wir reden von Hoffnung. Mit Logik aber und Rationalität hat das nichts zu tun. Hoffnung ist mir, wenn es um den Atomkrieg geht, einfach zu wenig. Die Welt ist unsicherer geworden, nicht erst in der jüngsten Zeit. Sie ist unsicherer geworden, seitdem die Kernspaltung zur Waffe geworden ist. Und die Geister, die wir gerufen haben, die bekommen wir auch nicht mehr los. Die Büchse der Pandora ist geöffnet, so wurde eben gesagt, und der Geist ist aus der Flasche raus. Umso wichtiger aber ist es doch, alles zu unternehmen, wie wir sie beherrschen können, diese Geister, die wir losgelassen haben. Wir beherrschen sie und nicht sie uns. Uns bewusst zu machen, mit welchem Risiko wir denn leben. Alles zu unterstützen, was zu verbindlichen Abkommen führt. Wobei die Frage ist natürlich heute, auf welche Verbindlichkeiten können wir uns überhaupt noch verlassen? In unserem Land ist eine große Mehrheit der Bevölkerung für nukleare Abrüstung. Das ist ein gutes und ein wichtiges Zeichen. Deswegen sollte Deutschland dem Atomwaffenverbotsvertrag der Vereinten Nationen beitreten. Und Deutschland sollte auch den Atomwaffenstandort Büchel in Rheinland-Pfalz aufgeben und die Waffen dorthin zurückschicken, wo sie hergekommen sind, nämlich in die Vereinigten Staaten. Es werden immer die Werte der westlichen Welt beschworen in der letzten Zeit, die Werte der westlichen Welt. Das können ja nicht nur economical values sein, wie man manchmal den Eindruck hat. Wir brauchen auch ein gemeinsames ethisches Wertefundament. In den 60er Jahren, mitten im Kalten Krieg, hat das Zweite Vatikanische Konzil der katholischen Kirche, meiner Kirche, formuliert, dass jede Kriegshandlung, die unterschiedslos auf Städte oder auf ganze Gebiete abzielt, unterschiedslos ihrer Bevölkerung, ein Verbrechen ist gegen Gott und gegen die Menschen, das fest und entschieden zu verwerfen ist.
und dass höchste Anerkennung denen gebührt, die sich solchen Befehlen furchtlos widersetzen. Das war damals ein ganz wichtiger Satz. Der hat vielen Kriegsdienstverweigerern, ich bin damals mit in vielen Verhandlungen gewesen, sehr geholfen. Und ich finde, es ist auch heute noch ein wichtiger Satz, weil er so klar und eindeutig ist und sagt, was ist es? Es ist ein Verbrechen gegen Gott und gegen die Menschen. Und dass so ein Verbrechen nicht geschieht, das ist jedem Einsatz wert und auch jeden noch so kleinen Schritt und auch noch so einen kleinen Schritt, wie wir ihn heute tun. Setsuko Turlov aus Japan hat für die internationale Kampagne für die Abschaffung von Atomwaffen, ICAN, den Nobelpreis entgegengenommen. Und da hat sie gesagt, ich war 13 Jahre alt, als die Vereinigten Staaten die erste Atombombe abwarfen auf meine Heimatstadt Hiroshima. Ihre Schule war 1,8 Kilometer von Ground Zero entfernt. Um 8.15 Uhr sah ich einen grellen blau-weißen Blitz vom Fenster her. Ich erinnere mich an das Gefühl, in der Luft zu schweben. Als ich wieder zu mir kam, war es dunkel und still. Ich wurde von Trümmern zu Boden gedrückt und hörte die schwachen Rufe meiner Klassenkameraden: Mama, hilf mir, Gott, hilf mir. Dann spürte sie Hände an ihrer linken Schulter und hörte eine Männerstimme. Nicht aufgeben, weiter drücken. Ich versuche, dich zu befreien. Siehst du das Licht durch die Öffnung? Kriech dabei dahin, so schnell du kannst. Und sie kroch aus dem Dunkel, sie kroch in das Licht und sie überlebte. 351 ihrer Schulkameraden waren tot. Dann sagte sie bei der Entgegennahme des Preises, unser Licht heute ist das Atomwaffenverbot. Für alle Menschen in diesem Saal und in der ganzen Welt wiederhole ich die Worte, die ich in den Ruinen von Hiroshima hörte. Gebt nicht auf, macht Druck, seht ihr das Licht, kriecht darauf zu. Das Licht, Enlightenment, das ist das englische Wort für Aufklärung, für Vernunft, für Licht und für gegen jede Form von Irrationalität, von der wir heute genug um uns herum spielen. Dankeschön. Herzlichen Dank, Pater Albert. Da sage ich mal nicht zu, aber es ist mir schon sehr nahe gegangen. Und jetzt bitte ich Herrn Paul Koch, den ehemaligen Diakon der Evangelischen Landeskirche. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie gestatten mir, dass ich als langjähriger Leiter der Tschernobyl-Initiative von der Propstei Schöppenstedt und jetzt auch Projektleiter für Fukushima und Tschernobyl meinen Fokus beim Thema Frieden auch zunächst auf die beiden Super-GAUs Tschernobyl und Fukushima lege. In vielen Gesprächen mit Tschernobyl-Opfern betonten diese, dass die Tschernobyl-Katastrophe für sie gleichbedeutend ist wie ein Krieg. Denn die Tschernobyl-Katastrophe hat dieselben Folgen wie ein Krieg. Tod, Krankheit, Verlust der Heimat durch Flucht, Evakuierung oder Umsiedlung. Auch die psychischen, sozialen und wirtschaftlichen Folgen sind vergleichbar mit den Folgen einer militärischen Auseinandersetzung. Ähnlich ist auch die Informationspolitik. In der Ukraine ist die Energiewirtschaft dem Militär unterstellt und damit gehen alle Informationen durch den Flaschenhals der Militärkontrolle, Stichwort Militärgeheimnis. Ärzte durften keinen Totenschein ausstellen, aus dem ein Zusammenhang mit Radioaktivität zu erkennen war. Das Ignorieren und Verhöhnen der Opfer ist nach dem Super-GAU von Tschernobyl allerdings in einer nie dagewesenen, zynischen Form zu beobachten.
Die Weltgesundheitsorganisation ist in diesem Punkt demokratisch legitimiert, zum Schweigen und Versagen verurteilt, weil sie 1959 einen entsprechenden Vertrag mit der Internationalen Atomenergieorganisation einging. Die Tschernobyl-Opfer teilen ihr Leben ein in die Zeit vor Tschernobyl und in die Zeit nach Tschernobyl. Nichts, aber auch gar nichts ist mehr so, wie es früher war. Was für Tschernobyl-Opfer gilt, gilt natürlich auch im weitesten Sinne für die Fukushima-Opfer. Der Ursprung dieses Nukleardesasters ist damit zu erklären, dass die Versuche, Experimente und die grandiose Unterstützung der Politik mit allem, was mit der Kernspaltung zu tun hatte, ein Wettlauf zum Bau einer Atombombe war. Die verheerenden Folgen der ersten Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki führten nur teilweise zum Umdenken und zur halbherzigen Ächtung der Atombombe. Geschickt wurde die offizielle Absicht, weiterhin mit der Kernspaltung Atomwaffen herzustellen, verschleiert. Hinter der proklamierten friedlichen Nutzung der Kernspaltung zur Produktion von Atomstrom ist die Hintertür zum Bau von Atomwaffen eingebaut. Atomkraftwerke und Atomwaffen sind Zwillingsbrüder. Das wissen alle, die sich mit diesem Thema beschäftigen, und Sie, Frau Schlüdermann, haben es eben sehr eindrucksvoll dargestellt. An der Atomstromproduktion halten viele Politiker in der EU und weltweit fest, weil hierdurch unbemerkt von der Allgemeinheit das Material für Atomwaffen anfällt. Gegen die gegenwärtige Art, durch Kernspaltung Energie zu erzeugen und gegen die Produktion von Atomwaffen zu sein, heißt für mich einstehen für den Frieden, einstehen für die Abwehr von psychischen und physischen Schaden der Menschen, einstehen für die Bewahrung der Schöpfung für uns heute und für nachfolgende Generationen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Koch. Und ich habe jetzt noch einen Herrn Koch. Hier stehen Herrn Peter Koch von der Giordano-Bruno-Stiftung. Gesegnet wurden die Atombomben. Feldgeistliche aller Kriegsparteien segneten jeweils deren Waffen. Auf den Gürtelschnallen der Wehrmachtssoldaten stand Gott mit uns. Und der Katholik Adolf Hitler schwadronierte von Vorsehung und Gottes Willen. Nicht nur die deutsche Geschichte ist voll von religiös befeuerten Kriegen mit Millionen Toten. Aber nicht Religionen haben Kriege geführt. Es waren Menschen, die sich der Religion und ihrer Gläubigen bedienten, um eigene Interessen durchzusetzen. Und heute? In aktuellen Kriegen berufen sich beide Gegner jeweils auf denselben Gott und schalten so ihr Gewissen aus. Selbst wenn sie Krankenhäuser bombardieren oder Schulbusse voller Kinder in die Luft sprengen. Wehe, sie hätten Zugriff auf Atomwaffen. Aufgrund ihrer beliebigen Auslegbarkeit können weder Bibel noch Koran einen Beitrag für den Frieden leisten. Sie sind wie Messer, mit denen man Brot mit Hungernden teilen kann oder in falschen Händen einen Menschen töten kann. Ein zweites Problem. Klimawandel und die anhaltende Bevölkerungsexplosion gehen einher mit Umweltzerstörung, Verlust von Ackerland und dem schwierigen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Liegen hier künftige Kriegsgründe? In dieser Situation veranstalten die beiden großen Weltreligionen einen egoistischen Wettlauf
um die höchste Zahl von Gläubigen. Die katholische Kirche verbietet generell Empfängnisverhütung. Jahrzehntelang riefen Päpste den Christen in Afrika zu, seid fruchtbar und mehret euch. Und neuerdings erwarten Staatsführer von muslimischen Ehepaaren mindestens 5 Kinder. Es wird höchste Zeit, weltweit die meist religiös begründeten patriarchischen Strukturen aufzubrechen und allen den Zugang zu Bildung und Empfängnisverhütung zu ermöglichen. Dazu aber sind mittelalterliche Religionen zu überwinden, zumindest aber konsequent zu trennen von dem Staat mit seiner Gesetzgebung, Rechtsprechung und Bildung. Das erhöht die Chance, Kriege endlich abzuschaffen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Koch. Da ist sicherlich was dran, wenn man Region und Staat trennt. So, jetzt haben wir Herrn Pastor Kuhlmann von der evangelisch-reformierten Gemeinde. Sehr geehrte Damen und Herren, die evangelisch-reformierten in Deutschland haben im Jahre 1982 ein Nein ohne jedes Ja gegen die Drohung mit und die Anwendung von atomaren, chemischen und biologischen Massenvernichtungsmitteln gesagt. Dieses Nein ohne jedes Ja ist auch heute noch von besonderer Aktualität. In den Kriegen im Nahen und im Mittleren Osten sind immer wieder Chemiewaffen eingesetzt worden. Die Atomwaffenarsenale der NATO und Russlands sind nur zum Teil abgebaut worden. Und auch auf deutschem Boden lagern Atomwaffen. Angekündigt sind auf beiden Seiten weitere atomare Nachrüstungsrunden. Eine sogenannte Modernisierung der Waffen ist vorgesehen. Der Nahe und Mittlere Osten scheint überschwemmt zu werden von besonders Kleinwaffen, die in Anführungsstrichen kinderleicht zu handhaben sind. Die wachsende Nachfrage auf allen Seiten ist offenbar durch den internationalen Waffenhandel nach wie vor leicht zu decken. An der Spitze des weltweiten Waffenexports, auch in Krisen- und Kriegsgebiete, stehen die USA mit 29%, dicht gefolgt von Russland mit 27%. Aber auch Deutschland gehört mit 7% zu den großen Waffenexporteuren der Welt. Die rücksichtslose Ausbeutung und Verschwendung der natürlichen Ressourcen dieser Erde verschärft die Konflikte weltweit. Unsere Verlegenheit als Bewohnerinnen und Bewohner des reichen Nordens der Erdkugel ist, wir profitieren selbst von dem Handel, dessen Ungerechtigkeiten wir doch oft so ablehnen. Was können wir tun? In den Zeiten des Populismus mit all seinen erschreckenden Erscheinungsbildern gehört das Eintreten für Demokratie, Gerechtigkeit, Menschenwürde und Menschenrechte zu den dringendsten Anliegen auch des kirchlichen Friedenszeugnisses. Und also auch die Warnung davor, Institutionen, Strukturen und Entscheidungsprozesse in den demokratischen Gesellschaften gering zu schätzen. Es bleibt dabei, was der Ökumenische Rat in Amsterdam 1948 formuliert hat: Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein. Hoffnung machen mir immer wieder die gewaltfreien Bewegungen in der Welt. Es gibt zwar keine Garantie für den Erfolg friedlicher und menschenrechtsorientierter Proteste, aber diese fordern unsere uneingeschränkte Solidarität. Dietrich Bonhoeffer hat im Mai 1944 im Tegeler Gefängnis formuliert: Unser Christsein wird heute nur in zweierlei bestehen,
im Beten und Tun des Gerechten unter den Menschen. Beten heißt auch, den langen Atem und die Hoffnung nicht zu verlieren. Das gerechte Tun, den untrennbaren Zusammenhang zwischen Frieden und Gerechtigkeit zu erkennen und mit denen auf dem Weg zu sein, die sich für eine gerechte und für eine friedliche Welt einsetzen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Pastor Kuhlmann. Ja, die Hoffnung nicht aufgeben. Und jetzt habe ich hier Herrn Jürgen Reuter stehen, Lehrer im Ruhestand und Mitglied der GEW und auch im Vorstand der GEW. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben jetzt schon viele Fakten und Statements gehört und eigentlich bleibt es kaum noch etwas da hinzuzufügen. Aber ich habe noch einige kleine Punkte, die ich doch noch mal nennen möchte. Das Heidelberger Institut für Konfliktforschung hat für das Jahr 2017 insgesamt 20 Kriege und 385 Konflikte gezählt. Mehr als die Hälfte dieser 385 Konflikte wird nach wie vor gewaltsam ausgetragen. Laut dem schwedischen Friedensinstitut Spiri erreichte der Waffenexport in den Jahren 2012 bis 2016 das größte Volumen seit 1990, eine Steigerung von 8,4% gegenüber dem Zeitraum von 2007 bis 2011. Aufgrund von Krieg und Gewalt und Vertreibung sind 65,6 Millionen Menschen auf der Flucht. Etwa zwei Drittel der Menschen kommen aus nur 6 Kriegsgebieten: Syrien, Irak, Somalia, Afghanistan, Kolumbien und dem Süden, Südsudan. Nun haben die Mitgliedsländer der NATO, also auch Deutschland, aufgrund der USA, auf Druck der USA vereinbart, die jährlichen Rüstungsausgaben in Höhe von 2% der Wirtschaftsleistung einzuhalten. Für Deutschland, das zurzeit 1,2% des BIPs nur aufgewandt hat, sind das mindestens zusätzliche 30 Milliarden Euro an Ausgaben, die dringendst im zivilen Bereich, in der Bildung, der Pflege und Infrastrukturmaßnahmen benötigt werden. Die aktuelle Erhöhung des Rüstungshaushaltes um 30 Milliarden ist ein völlig falscher Schritt, so unsere Meinung. Und auch deshalb haben viele IG Metall-Mitglieder den Aufruf, keine Erhöhung der Rüstungsausgaben, Abrüstung ist das Gebot der Stunde, unterstützt und verbreitet. Und zu dessen Unterschrift und Verbreitung möchte ich auch Sie hier nochmals sehr aufrufen. Unter anderem haben die Teilnehmer unserer Bezirkskonferenz Niedersachsen-Sachsen-Anhalt am 31. Mai in Langenhagen das auch getan. Wir, die IG Metall, sehen uns ganz klar als einen Teil der Friedensbewegung. Das Motto der IG Metall ist: gute Arbeit und gutes Leben. Wir sind für die Umverteilung der Gewinne, für Teilhabe am Reichtum, eine gute Gesellschaft, gute gesellschaftliche Bedingungen, Schulen, Straßen, Krankenhäuser, Gesundheitsversorgung, aber auch Freizeit und andere angenehme Sachen, die das Leben angenehm machen, wollen wir natürlich erreichen. Der Reichtum dafür ist da. Und wenn man über Kriege spricht, muss man zwangsläufig auch über die sprechen, die an Kriegen verdienen. Die IG Metall ist aber auch für unsere Kolleginnen und Kollegen in Betrieben der Rüstungsindustrie zuständig. Seit Jahren bemühen wir uns um alternative Produkte zur zivilen Nutzung in diesem Bereich, denn wir wollen für und mit unseren Kolleginnen und Kollegen ihre Arbeitsplätze erhalten,
aber eben für die Menschheit nützlichen Dingen. Gerade aus diesem Grund ist es notwendig, innerhalb unserer Organisation eine offene, transparente Debatte über Konversation und Diversifikation zu führen, und das tun wir. Der IG Metall-Vorstand hat einen Arbeitskreis oder mehrere Arbeitskreise angerichtet, in denen Ideen zur Rüstungskonversion und Diversifikation entwickelt werden. Wir gehen die Unternehmen auch klar an mit diesen Forderungen und hoffen, durch Aufzeigen von Alternativen mehr Rüstungsunternehmen für die Umstellung auf zivile Produktion zu gewinnen. Leider endet die betriebliche Mitbestimmung bei der Entscheidung über das Produkt und den ökonomischen Themen. Und solange Rüstungsunternehmen mit der Waffenproduktion und der Produktion von Atombomben oder Atommeilern glänzend verdienen und von Jahr zu Jahr deutliche Gewinnsprünge machen können, wird jeder freiwillige Wandel schwierig. Inhaber und Aktionäre geben nicht freiwillig den Gewinn ab oder fahren ihn zurück. Deshalb ist hier ganz klar die Politik gefordert, Grenzen einzuziehen im eigenen Wehretat und im Handel mit Rüstungsgütern. Ein erster und sehr wichtiger Schritt in diese Richtung wurde mit dem Fonds für Innovation, Konversation und Diversifikation in der Verteidigungsindustrie, den der damalige Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel 2016 aufgelegt hat, gemacht. Denn hier kann nötiger Anschub und Unterstützung für den Wandel geleistet und Ideen dafür erzeugt werden. Das begrüßen wir auch sehr. Die Beschäftigten in den Rüstungsbetrieben sowie Rüstungsproduktionsbefürworter, gerne auch aus arbeitsmarktpolitischen Gründen, sagen sie selber, müssen ein Interesse an Rüstungskonversion haben. Denn die Rationalisierungseffekte, die dort gerade immens hoch sind, die Arbeitsplatzzahlen sinken dort auch deutlich, die Gewinne steigen jedoch von Jahr zu Jahr und mit jedem Spannungsgebiet steigen sie mehr, das sich auftut. Die Kenntnisse und Fähigkeiten der hochspezialisierten Ingenieure aus diesen Bereichen könnte man wunderbar für andere gesellschaftlich relevante Themen und Dinge, zum Beispiel in Umweltschutztechnologien, bei Mobilitätsfragen oder im Maschinen- und Einlagenbau einsetzen. Damit wären unter Umständen auch das Thema Fachkräftemangel entspannter zu betrachten, käme mindestens sehr zur richtigen Zeit. Eine Koordinierung der Rüstungsproduktion und Sicherheitspolitik auf europäischer Ebene ist allerdings längst überfällig und unumgehbar. Hier muss Europa auch endlich mit einer Stimme sprechen. Wir unterstützen deshalb heute sehr gern den Flaggentag. Wir sind sehr froh darüber und auch stolz darauf, in einer Stadt zu leben, in der der Bürgermeister und die Politik klar für Frieden eintreten. Und ich möchte meinen Beitrag heute hier mit den Worten aus einem Lied von Reinhard May, das Frieden heißt, von 1994 beenden. Wann ist Frieden, endlich Frieden und all das Elend vorbei? Wann ist Frieden, endlich Frieden und das Ende der Barbarei? Wenn die Kriegsherren im Nadelstreifen die wahren Schuldigen geächtet sind, wenn Soldaten endlich begreifen, dass sie potenzielle Tote sind, wenn Politiker versprechen, sich nur dieses erfüllt von allen, wird eine bessere Zeit anbrechen. Wer noch einmal eine Waffe in die Hand nimmt, dem soll die Hand abfallen. Herzlichen Dank für deinen auch emotionalen Beitrag. Es ist erwiesen, dass Kriegsrüstung in Friedens... jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Also umgestellt werden, dass man... Ja, Konversion wollte ich gerade vermeiden. Also dass man Kriegsrüstung umwandeln kann
das ist längst erwiesen und dein Hinweis auf den Fachkräftemangel, den fand ich auch sehr interessant. Ja, bevor wir jetzt mit einer kurzen Diskussion beginnen, aber erstmal wollte Gudula noch etwas sagen. Gudula, brauchst du hier dein Manuskript, was du da aufgeschrieben hast? Okay, dann kannst du also sprechen. Also ich wollte gerne den Vorschlag von Jürgen Reuter aufgreifen, dass diese Versammlung hier, also zum Flaggentag der Mayors for Peace in Braunschweig, ihre Solidarität ausdrückt, Büchel, den Menschen in Büchel und den Blockierern in Büchel gegenüber, aller derer, die gewaltfreie Aktionen machen in Büchel und auch in Ramstein, dass wir vom Friedenszentrum aus das formulieren, so in diesem Sinne, und diese Versammlung sagt, wir unterstützen das. Also, jetzt nicht ins Reine gesprochen, aber darf ich diesen Beifall als Hinweis dafür nehmen, dass das Friedenszentrum das so formulieren darf, so in dem Sinne. Ja. Dankeschön, was machen wir dann? Ja, danke, liebe Gudula. Gerade habe ich gedacht, wie will sie jetzt die Unterschriften alle kriegen? Aber das ist ja dann nicht unbedingt nötig. Ja, jetzt, wir haben ja ganz viel gehört und ich fand es sehr interessant, und wer jetzt noch Fragen hat und diskutieren möchte, der kann das gerne tun. Und ja, Helmut, du hast dich gemeldet, und bitte sagen Sie oder sagt auch dazu, an wen ihr diese Fragen habt. So, Helmut hat sich jetzt gemeldet. Ja, ich fand die Beiträge alle sehr erfreulich, und ich will jetzt also einmal noch eine kleine Zusatzbemerkung machen. Ganser hatte jetzt im letzten Free 21 einen Beitrag geschrieben, Daniele Ganser ist der bekannte Historiker aus Schweiz, gesagt, dass der auf dem Titelbild ist, Kriegsverbrecher auf freiem Fuß, und da sind Bush, Obama, aber auch Schröder und so weiter. Also sind 12 Leute gezeigt, die man alle kennt. Und das ist eben auch wahr, sie sind alle Kriegsverbrecher, weil sie Angriffskriege geführt haben, und das völkerrechtswidrige Angriffskriege. Also das ist eine gute Sache. Ich wollte auch noch einen Hinweis machen, wir machen Videos von dieser Geschichte, die werden sicherlich nachher auf dem Friedenszentrumsseite dieser Geschichte auftauchen, wo das Ganze nochmal nachgesehen werden kann, sozusagen, das sozusagen dann für die Ewigkeit. Ja, und morgen machen wir eben auch nochmal zusätzlich die Kundgebung, das wird ja auch nochmal angekündigt, da werden wir auch ein Video haben, also von daher okay. Dankeschön. So, hat übrigens das mit dem Daniel Ganser, mit dem Hinweis auf Kriegsverbrecher, das hatte ich auch gelesen, und das war erschreckend, aber es ist ja so, das wird immer gerne unter den Tisch gekehrt. So, hat noch jemand Fragen oder möchte jemand noch etwas ergänzen, noch etwas sagen? Ja, Heike, bitte. Ich möchte nur gerne wissen, wie viele Nuklearbomben wir jetzt noch haben. 40.000. Nee, in Deutsch, in Büchel. 20 in Büchel, das sind die, die eigentlich abgeschafft werden sollten, war schon beschlossen vom Bundestag und es wird nicht umgesetzt. Und jetzt sollen sie modernisiert werden, um einen nuklearen Krieg angeblich begrenzt führen zu können. So, da hinten hatte sich noch jemand gemeldet. Ja, ich heiße Bernd Kockrick. Alle Parteien im Bundestag rühmen sich ihrer Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche und ihrer angeblich so christlichen Werte, die sie auf anderen Gebieten immer zu verteidigen versuchen. Bloß das Thema Waffenexporte geht keiner an.
Dabei ist für mich ganz klar, denn im fünften Gebot ist das wohl, du sollst nicht töten. Das beinhaltet natürlich auch, du sollst keine Waffen verkaufen, um andere Menschen töten zu lassen. Aber das sind alle Initiativen, laufen ins Leere, weil das eben dann ans eigene Portemonnaie geht. Ja, herzlichen Dank. Ich persönlich kann das auch so unterstützen. Und ich kann nur sagen, das habe ich mir früher immer sagen lassen müssen, Fortschritt ist eine Schnecke. Aber wir arbeiten dran und natürlich ist das so. Fünftes Gebot, du sollst nicht töten. Und dann darf ich auch nicht andere dazu verführen, dass die töten. Ne? Das ist ja ganz hinterhältig. Ich würde dazu gerne sagen, es gibt ja diese Aktion Aufschrei, die gezielt eben an kritische Aktionäre und in den Rüstungsfirmen versuchen, eine Öffentlichkeit zu schaffen und eben auch da intern doch einen Meinungswandel hinzukriegen. Also Aktion Aufschrei befasst sich mit Rüstungsexporten und Industrie. Darf ich noch ganz kurz ergänzen oder nicht nur? In München hat ja ein Mann Waffen verkauft, mit denen dann in der Fußgängerzone mehrere Menschen getötet wurden. Und dieser Mann ist jetzt vor kurzem vom Gericht zu 8 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Jetzt warte ich darauf, dass unsere Politiker die Waffen verkaufen. Ebenso. Spaß dann. Ja, mein Name ist Carmen Kinzel. Ich spreche für das Internationalistische Bündnis. Ich werde morgen auch bei der Kundgebung noch sprechen. Ich bin zum ersten Mal hier heute bei dieser Veranstaltung. Fahren die sehr eindrucksvoll, auch sehr viele verschiedene Aspekte und Fachwissen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vor allem auch über Japan, wusste ich fast gar nichts vorher, fand ich sehr gut. Ich denke allerdings, es wird immer wieder betont, es ist eine Frage der Vernunft, das nicht zu kriegen, komm, man muss sie überzeugen und ich persönlich, ich halte das für eine Illusion. Es ist eine Frage für mich vom System und vom Kapitalismus. Es wird immer wieder angeklungen, auch Eva hat es gesagt, die wollen ihre Profite machen und man kann sie da schlecht von überzeugen. Und es ist einfach ein Problem, dass meiner Meinung nach diese Kriege erst abgeschafft werden können, auch wenn wir den Kapitalismus überwinden. Ich glaube, vorhin hat ein Redner noch auch die Revolution nach dem Ersten Weltkrieg angesprochen in Andeutung. Das hat ja auch nur eine Revolution diesen Krieg beendet. Ne? Und insofern denke ich, wir müssen unheimlich daran arbeiten, dass wir wirklich den Widerstand entwickeln. Also so Hoffnung zu machen, ich überzeuge ein paar Politiker oder ich mache Abkommen und es ändert die Welt. Vorhin hat auch jemand gesagt, wie viel kann man Abkommen noch trauen? Das ist auch sehr fragwürdig. Ne? Das wird alles nur dann funktionieren, wenn der Widerstand auf der Straße und in der Bevölkerung möglichst groß ist. Nur wenn man diesen Druck aufbaut, werden wir was erreichen. Das hat die AKW-Bewegung bewiesen und verschiedene andere Bewegungen auch. Was sie gerade machen, ist, dass sie ihre Rüstungsprogramme ja hochfahren. Ne? Eva sagt, mit den 2%, das wäre eine Katastrophe, das sehe ich auch so. Ne? Ich habe jetzt mal ein bisschen recherchiert. Die haben jetzt schon große Projekte beschlossen, einen neuen so einen Kampfjäger, wie diesen Eurofighter, der immer abgestürzt ist, wollen sie jetzt einen deutsch-französischen machen. Ich rede zu lang. Sie wollen einen neuen Kampfpanzer machen und sie haben jetzt Kampfdrohnen geleast von Israel, die man mit Raketen bestücken kann, auch mit Zustimmung der SPD. Und das sind ja ganz typische Pläne, wo sie sich darauf einstellen, wenn es zum Krieg kommen sollte, also zum großen Krieg, nicht zum Stellvertreterkrieg, dann wollen wir gerüstet sein. Und das ist sehr beängstigend, viele Leute kriegen sich mit. Und ich finde, wir müssen wirklich die Friedensbewegung um einiges noch stärken, um dem entgegenzutreten. Ja, es sind noch Fragen. Ich könnte jetzt noch, mir fällt denn nicht ein, wir hatten einen Referenten vor ein paar Jahren, einen ehemaligen Militär, ihr wisst bestimmt, wer es war, der eine militärische Übung abgelehnt hat, weil Deutschland das Ziel war. Ja, Willy Wimmer, genau der war das. Das würde dazu passen. Ja, zu dem, was Carmen eben gesagt hat, wir müssen viel breiter aufgestellt sein und wir müssen viel mehr werden. Das entspricht ja dem,
was Helmut Kaes möchte. Und der möchte, dass wir morgen eine Demonstration haben von mindestens 1000 Bürgern. So, Kundgebung. Ja, also da weiß jeder, der hier sitzt, er ist Multiplikator, ne? So. Ja, gibt es noch Fragen? Ja, gibt es nicht mehr, dann habe ich hier heute das Schlusswort und da habe ich aber so ein paar nette Empfehlungen bekommen, da muss ich mal gucken. Ja, diese eine Empfehlung entschließt sich so an die Büchse der Pandora an. Ne? Wir müssen das Unmögliche wagen, damit es möglich ist. Das heißt, wir müssen hier weiterarbeiten und müssen wirklich, jeder muss ganz viele Menschen möglichst versuchen zu überzeugen. Und wir setzen uns ein für die Abschaffung in Büchel. Das mehr als einsetzen können wir uns nicht. Gerade vorhin habe ich noch einen Text gelesen, dass die Straßen von Demonstranten gesperrt wurden. Wir können eben immer nur wieder uns friedlich zur Wehr setzen und friedlich darauf hinweisen. Und wir wollen natürlich auch keine Rüstungsexporte. Das ist ja ganz klar. Ja, das Friedensbündnis und das Friedenszentrum. Wir sind hier in Braunschweig ziemlich aktiv. Wir organisieren den Ostermarsch, den 1. September. Wir machen regelmäßig einmal im Jahr den Hiroshima-Tag und wir sind dort, haben 100 Kerzen auf der Oka. Und außerdem gibt es jeden dritten Donnerstag im Monat in der Volkshochschule ein Vortrag Wege zur Kultur des Friedens. Das sind so alles Aktivitäten, die es hier in Braunschweig gibt und die nur deshalb möglich sind, weil ganz viele Menschen ehrenamtlich da mitarbeiten. So, jetzt habe ich noch ein paar Hinweise. Morgen am 7.7. ist um 11 Uhr eine Kundgebung auf dem Polenmarkt. Wir sagen ganz oft auch Demo dazu. Dort wird es einige Sprecher geben, die auch zu diesem Thema etwas sagen. Und da hoffen wir, dass ganz, ganz viele kommen, damit wir gesehen werden. Das heißt, nicht mir ist das nicht wichtig, dass ich persönlich gesehen werde. Damit wir gesehen werden, meine ich unsere Initiative, unsere Organisation, um möglichst viele Menschen aufmerksam zu machen. In diesem Jahr ist am 10. August der Hiroshima-Tag. Wir treffen uns regelmäßig ab ungefähr 19.45 Uhr auf der Brücke hinter dem Theater, also vom Theater aus gesehen links. Dort gibt es eben diese 100 Kerzen auf der Oper und wir gehen zu Fuß von der Brücke bis zu dem Punkt, an der Oka, das sind vielleicht, wenn überhaupt, 100 Meter. Die sind also für jeden gut zu Fuß zu leisten. Und ich weiß noch nicht, was geplant ist. Meistens eine Lesung und ein Musikstück. Darauf freuen wir uns auch, wenn viele daran teilnehmen. Und am 16.8. Gibt es in der monatlichen Reihe in der Volkshochschule Wege zur Kultur des Friedens das Thema Herausforderung mit China. So, und heute, jetzt gleich im Anschluss an diese Veranstaltung als Belohnung, Sie haben alle so schön ausgehalten und wir ja auch, haben wir uns vorgenommen, in ein Gasthaus zu gehen und zwar in den Nien Grill. Das ist ein Vietnameser. Market, Food and Bar. Das ist in der Neuen Straße und zwar vor dem Universum-Kino. Also das Universum, denke ich, kennt hier jeder in der Neuen Straße. Und das ist eingebettet in zwei Vietnamesen. Einer ist davor, einer ist dahinter. Und wir gehen heute in den, der davor ist. Soll sehr, sehr gut sein.
Ja, dann bleibt mir noch allen Rednerinnen und Rednern zu danken, auch Frau Ibe, und nochmal für diesen Raum. Das ist schon eine ganz tolle Adresse hier, dass man sagen kann, wir laden ein in die Dorse. Dornse und Frau Schlütermann, die sich mit ihrem Mann diesen weiten Weg gemacht hat, ganz herzlichen Dank. Das war auch für mich sehr aufschlussreich, weil so direkt hören wir da das Rennen. Und nochmal Frau Elke Schrade, die ja auch eine vielbeschäftigte Ärztin ist, das weiß ich, und sich dann auch immer mal so ein bisschen Zeit nehmen muss, klauen muss. Ja, und wir Rentner, na, wir haben ja sowieso immer genug Zeit, für uns ist das nichts. Ja, herzlichen Dank.